Hi, hallo und herzlich willkommen zurück in der 51. Folge von RimWorld. Let's play RimWorld Season 2 in Bergheim mit den Hobbitsen. Wir haben in der letzten Folge endlich Gold eingesammelt, sprich wir können jetzt die Forschung hochsetzen, sobald die Ernte vollständig beendet ist. Worauf ich noch warte. Oh Mann, ja, die können nämlich alle jetzt erfrieren hier. Was ist mit euch? Gekühlt. Könnt ihr noch erfrieren? Ja, wir haben nicht so viel Baumwolle leider. Und das verrottet. Ich glaube, wir müssen den Dock auch wieder auf Transport setzen, um das hier fertig zu kriegen. Aber tatsächlich, ihr wartet alle schon eine Weile drauf, ich weiß es, werden wir jetzt ein bisschen bösen Arzt spielen und unserem widerspenstigen Mackie hier drin eine Operation andrehen. Links oder rechts? Nur mal ganz kurz. Hast du irgendwelche Einschränkungen an deinem Körper? Sonst nö, nur ein Krebsgeschwür, du stirbst eh. Also, pff, wer braucht dich schon? Nimm linker Lungenflügel. Let's do it! Doc schläft noch. Brownie bringt den rüber. Jetzt bin ich echt gespannt, was passiert. Der ist doch schon im Bett. Wird es dann hier drin gemacht? Möglicherweise, ja. Mhm. Weil wir ihn nicht ins Gefängnis, ins Krankenbett sperren können. Doc schläft immer noch. What? Brownie, was machst du? Entfernt Körperteil. Nope. You will not. Doc will do it. Nein, auch Heulsuse wird's. Ach, die will ihnen was geben. Entschuldigung, Körper, mein Bedürfnis. Nahrung, ja, unbedingt. Nee, Doc, du kannst mal warten hier. Jetzt. Entfernt Körperteil. Na dann. Heieiei. Oh, ich muss leider kurz Pause machen. So, sorry für die Unterbrechung. Mitten in der OP, also wirklich. Und was passiert dann mit der Lunge? Jetzt mal ganz kurz, bevor das schief geht. Das muss hier in den Kühlraum, oder? Lager. Wo könnte das sein? Leichen? Nein. Leichenteile, Tierleichen, menschliche Leichen? Nein. Brocken, Kleidung, Waffen, Gegenstände. Hergestellt vielleicht? Drogen, Bier, Würze, Kraftstoff, Neutramin. Medizin? Nein. Drogen? Nein. Hm. Wozu könnte das gehören? Textilien? Nein. Drogen? Nein. Bauteil, Bierwürze, Rohstoffe? Nee. Gegenstände? Müsste eigentlich haben. Körperteile, hier. Natürlich, künstlich, alles klar. Die natürlichen Körperteile bitte hier lagern, alles klar. Und ich hoffe, dass wir in unserem Hauptlager nirgends natürliche Körperteile angezeigt haben. Wo werden denn Gegenstände allgemein gelagert? Kunst, Möbel und so, hier. Nein. Hier. Nein. Hier. Nein. Hm, Gegenstände werden gar nicht gelagert. Aktuell, hm, da müssen wir uns noch drum kümmern, aber jetzt möchte ich echt mal sehen, wie die Operation läuft. Und ob er gleich stirbt. Und warum sammelt ihr eigentlich nicht? So. Er lebt noch. Linker Lungenflügel entfernt. Na gut. So, das hat eigentlich geklappt. Also ich finde, wir probieren es jetzt. Ihr habt doch dafür gestimmt. Es wäre eine Katastrophe, wenn wir Brownie verlieren. Aber hey. Es kostet schon Medizin, trotz allem.
Und das Asthma macht auch ein Minus in der Effizienz von fast allem, was er tut. Also implantiere Lunge, linker Lungenflügel. Okay. Das scheint nicht kaputt gehen zu können, aber ich will trotzdem mal, dass du es trägst, Brown. Doc, bitte. Brownie geht sich ausruhen und wartet auf seine OP. Funktioniert das jetzt halbwegs mit der Nahrung hier? Ich hoffe es. Geschlachtet sind jetzt alle. Ja, geputzt ist nicht. Das ist das Hauptproblem. Geil. Milch! Und das, was du jetzt hier erntest, meine Liebe, liegt dann einfach hier rum, oder? Was machst du damit? Ihr sollt jetzt auf jeden Fall versorgt sein. Gomer, bist du eigentlich an irgendwen gebunden? Ja, ein Kitty. Hey, du kannst Transport? Ernsthaft? Dann sollte ich Gomer mal aus dem Tiere-Ding nehmen. I know. Doc, what are you doing? Medizin herstellen. Puh, jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Leute, warum sammelt ihr das Zeug hier draußen nicht ein? Ehrlich. Wenn ich hier den zweiten Lungenflügel entferne, dann wahrscheinlich. Ich meine, ne? Okay, Brownie, komm schon. So eine Eruption. Oh oh. Heizung fällt aus. Immerhin noch 14 Grad draußen, ist nicht so schlimm. Du isst jetzt erstmal. Hat es jetzt funktioniert oder nicht? Ja, es hat funktioniert. Wie geil. Rechter Lungenflügel, Asthma. Voll gut. Na dann. Jetzt frage ich, wie lange Brownie sich erholen muss. Doc stellt weiter Medizin. Wie viel Neutramin haben wir denn noch? Ja, großartig. Ach so, der Herd funktioniert gerade nicht. Blöd. Oh, Käferbefall, schon wieder. Okay. Ich denke, da sollten wir uns sofort drum kümmern. Bevor das Ganze ausartet. Brownie liegt scheiße. Noch. Aber der Doc kann mitmachen. Und Griffin kann mitmachen. Also, ne, Doc und Griffin sind, denke ich, die richtigen. Ich glaube, wenn wir gleich loslegen, dann... Ah, nee, da ist schon ein großer, okay. Ja, und jetzt haben wir die Störung in den elektrischen Geräten. Dumm. Hm. So ein Sturm läuft noch. Mannes, wo willst du hin? Ja, scheiße. Das ist jetzt echt eine blöde Situation, weil wir nicht auf die Unterstützung unserer Geschütztürme zählen können. Und zwar nirgends. Und zumindest den hier halte ich für ziemlich gefährlich. Die Spinne hier. Wenn das wie eine Spinne aussieht, dann weiß ich ja auch nicht. Hm.
Ganz ehrlich, ich glaube, ich sorge mal dafür, dass die Räume hier nicht betreten werden. Hier unten kann ich es allerdings gar nicht definieren. Doof. Okay, wenn ich euch jetzt löse, bis die Sonneneruption vorbei ist, darf der Raum hier einfach nicht mehr betreten werden. Das Dumme ist jetzt, dass hier keine Tür drin ist. Der kommt jetzt eh raus, oder? Ja, wir können es gar nicht verhindern. Ja, der kommt jetzt raus. Shit. Okay, dann kommt es jetzt eh zu Kampfhandlungen. Wo gehst du hin? Zieht ihr euch zurück, oder? Okay, ich muss das jetzt einfach bewachen. Okay, wisst ihr was? Aber wir können die jetzt killen. Weil die sind alleine. Aber dann greift ihr auch noch an. Blöd. Da kommt der Große. Oh, unser Fuchs. Oh, komm schon, Fuchs. Das kann doch nicht gut gehen. Oh, das nervt mich jetzt, dass wir das babysitten müssen. Holzuse, wohin? Große Skulptur herstellen. Nein, jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Mann, wir lieben die Dinger hier oben wieder auf und hoffen, dass die nicht unten rumlaufen. Oh, ist das stressig. Es kommt bestimmt gleich zu einem Angriff. Shit! Du hast nicht getroffen, Griffin. Und Heulsuse. Sag mal... Jetzt ist vorbei. Schade. Ja, okay. Blöd. Okay. Rückzug. Heulsuse, Rückzug. Jetzt können sie eigentlich nur unten rumkommen. Wen haben wir noch am Start? Wir haben definitiv den Doc am Start. Den bringen wir hier hin. Wir können Mannes dazu holen. Hier runter. Griffin ist eh schon da. Griffin kann sich auch hier zurückziehen erstmal. Komm schon, die sind so schnell. Brownie, wie sieht's aus? Kann ich laufen? Oh Leute, was habe ich mich da wieder rein manövriert? Wie schlimm ist es? Goddammit, ich meine dich. Kleine Schnitte, 5,3% Blutung, alles nicht so schlimm. Mannes. Okay. So, Griffin dahinter. Griffin, ganz ruhig jetzt. Dahinter stellen. Hier hin. Genau so. Please don't die anyone. Please. Wie schlimm ist für Heulsuse? 44. Doc ist am ehesten verletzt. Aber der wird, glaube ich, aktuell nicht angegriffen. Wen greifst du an? Greift Heulsuse an, ist okay. Doc kann weiter... Nein, Doc kann sie stehen bleiben. Okay, da ist noch eine. Jetzt ist er vorbei. Schweine. Im Moment des Todes von den Viechern. Okay, wunderbar. Lasst euch versorgen, lasst euch versorgen. Oh, oh, oh. Die leben noch. Man ist.
Brownie kann wieder laufen. Sehr gut. Dann kann der die medizinische Versorgung erstmal übernehmen. Kann man die eigentlich zähmen? Nur aus Interesse. Liegen da zwei? Ja. Ich möchte gerne den Höhlenkäfer hier töten. Goddammit, warum geht das nicht? Also ist der, der noch lebt? Ja. Okay. Jetzt alle tot? Ja. Okay, wir brauchen dringendst eine neue Stahltür. Dann hätten wir das nämlich viel leichter lösen können. Und irgendwer meinetwegen... Brownie versorgt gerade meinetwegen Kitty. Ah ne, die ist die Pazifistin, also muss es Mannes machen. Die Kolonie zerstören, bevor sie sich weiter ausbreitet. Seid ihr versorgt? Nope. Nope. Brownie, was machst du? Griffin versorgen, alles klar. Gut. Ist der Doc versorgt? Ja, wunderbar. 1A, 1A. Heulsuse wird jetzt versorgt. Okay. Griffin, du bräuchtest das Bett hier drin. Wirklich nicht, ja. Okay. Huh, nochmal gut gegangen. Hätte auch anders laufen können. Wie sieht es zeitlich aus? Okay. Machen wir den Tag noch. Ja, die Kartoffeln hier draußen verrotten. Und die Baumwolle wächst jetzt nicht mehr, oder? Nee, scheiße. Schade, bisschen zu spät angepflanzt. Wird jetzt sterben. Okay. Unser gefangenes Rasen verwut, das kann ich nachvollziehen. Aber in der Regel kommst du da nicht raus. Nicht durch drei Türen, zumindest nach meiner Erfahrung. Aber wer weiß. Irre. Ja, wisst ihr, wenn der Gefangene die ganze Zeit drei Stahltüren durchhauen kann? Ja, jetzt mach da mal den Fight mit. Interesting. Okay. Hast du es jetzt mal, oder? Nee, der will echt raus, gell? Problem, wenn ich dich umnieten muss, dann... Mach ich vielleicht deine Lunge kaputt. Ronny, können wir dich irgendwie dazu abstellen, den zu angreifen? Ja. Im Nahkampf ohne Waffen am besten. Bist du nicht ein guter Nahkämpfer? Beides gut. Oh, oh, oh. Brownie, nicht doch. Sehr gut. Und Brownie darf wieder schießen, ja, alles klar. Rechtes Bein, Magen, linker Lungenflügel. Ja, sonst nix. Gut. Er könnte den bitte mal jemand gefangen nehmen, bitte. Jetzt. Und wir brauchen neue Stahltüren. Doc, wie geht's dir? Ist in Ordnung. Na, so geht's hier nie weiter mit dem Transport. Das können wir wieder zumachen.
So, dann können wir eigentlich gleich die nächste OP angehen. Aber nee, das machen wir in der Winterzeit. Leute, ja, genau, bitte. Schafft mal was. Das wird auch nicht mehr fertig wachsen hier, oder? Das wird alles einfach draufgehen. Ich glaube schon, das hier genauso. Nahrung funktioniert. Tiernahrung funktioniert. Blöd. Auch etwas knapp. Aber ja, wir haben wirklich genug Rohnahrungsmittel. Und es wird noch gesammelt. Sollen wir wieder auf leckere Mahlzeiten aufsteigen? Ich glaube schon. Gut, ich glaube, dann schalten wir die Forschung wieder an, um da einfach mal vorwärts zu kommen. Können wir eigentlich nicht schon das Raumschiff-Grundlagending bauen? Ich gucke gerade kurz. Landstreck-Mineralien-Scanner, Trockenpumpe wollten wir eigentlich hier hinbauen, ich erinnere mich. Aber hat im Moment halt hier das Raumschiff. Ne, da haben wir noch keine Teile. Okay. Dann können wir jetzt vom Multi-Analysator weitergehen. Grundlagen-Raumschiffe. Energierüstung klingt natürlich auch toll. Mehrläufige Waffen. Energiewaffen. Mhm, dann können wir wahrscheinlich selber Energiegewehre bauen. Tiefenbohrung, was bringt das? Tiefen der Erde gefördert. Du benötigst einen Tiefenscan, um die Rohstoffe zu finden. Passt gerade noch. Nee, wir wollen zielgerichtet sein. Oh Mann, schau dich mal an, wie viel Forschungszeit das ist. Aber wir schalten es an. Das sollte bei, wer war es noch gleich, Mannes dazu führen, dass er jetzt hauptberuflich wieder forscht. Yep, wunderbar. Wer ist der Putzteufel? Keiner. Ist ja logisch. Ja, Junge, ganz ehrlich, dann setzen wir die nächste OP gleich an. Wieso nicht? Entnehmen rechter Lungenflügel. Es funktioniert. Im Prinzip ist es doch Mord, oder? Nicht, dass sich wieder einer von den anderen drum kümmert. Haben wir hier alle Fallen aufgestellt? Ja. So, wir haben es demnächst. Die sind nicht fertig. Du willst schon wieder die OP machen, oder? Ja. Echt nicht. Ich weiß auch nicht, warum Doc immer so lang schläft. Stahlvorräte könnten wir demnächst auffüllen. Das mache ich wirklich erst, wenn die restlichen Kartoffeln eingesammelt sind. Gejagt haben wir auch. Oh! Doc hat bei der Operation von McKinty katastrophal versagt. Ist er tot? Nein, er lebt noch. Schauen wir mal. Versorgt ihn? Okay. Wenn du stirbst, dann ist halt so. Da kennen wir nichts. Okay, warum auch immer. So, wundervoll. Tja, wie viel Neutramin haben wir denn jetzt noch? Das muss doch demnächst fertig sein. 16 noch, tatsächlich. Wow. Gut, gut. Ich kann mehr Medizin auf jeden Fall noch gebrauchen. Ja, dann setzen wir doch glatt mal die nächste OP an. Entnehmen rechter Lungenflügel. Nein, nicht ausziehen. Operieren bitte. Echt jetzt? Hätte ich fast nicht erwartet.
Ausziehen. Brownie. Körper. Aufgabe hinzufügen. Implantiere rechter Lungenflügel. Doc, du kannst es eigentlich gleich machen. Bitte, 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 mach jetzt keinen Scheiß, okay? Sieht gut aus. Ha! Yep. Oh, können wir irgendwem noch ein rechtes Ohr abschneiden? Nee, wir haben niemanden mehr Lebenden. Voll gut, Ronnie ist geheilt. Also hattet ihr die richtige Intuition? Dann denke ich, ist das auch der richtige Moment. Mannes, was machst du denn noch? Zeug schleppen. Dann ist es jetzt auch der richtige Moment für einen Schnitt wieder. Und ja, in der nächsten Folge gucken wir dann weiter. Ich überlege mir, ob ich noch eine kleine Reise unternehmen soll. Aber ich sehe aktuell eigentlich keinen Grund dafür. Und dann, ich werde mich jetzt wirklich direkt in die Forschung knien und hoffen, dass wir anfangen können, unsere ersten Raumschiffteile zu bauen, um dann endlich von diesem schrecklichen Planeten wegzukommen. Okay, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Und ja, bitte drückt auf den Gefällt mir-Knopf, wenn nicht, auf den Gefällt mir-Nicht-Knopf. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin, bleibt mir erhalten, macht's gut und ciao.